Die Ausstellung im Landratsamt im Hohenlohe-Kreis präsentiert eine Vielfalt der hiesigen regionalen Wirtschaft. Anhand von 3 Modulen werden den Besuchern interessante Einblicke in die Hohenlohe-Wirtschaft gewährt. 9 Poster informieren außerdem über die Entstehungsgeschichte der Unternehmen. Ja, wir hatten im Jahr 2016 die Landesgartenschau in Öhringen, die Landesgartenschau Baden-Württemberg. Und im Vorfeld haben wir uns natürlich überlegt, wie können wir auf dieser Landesgartenschau, die auch die Wirtschaft im Hohenlohe-Kreis darstellen. Und da ist uns eben die Idee gekommen, eine Clusterausstellung zu machen. Wir haben hier im Hohenlohe-Kreis 4 bedeutende Cluster, daher auch der Name der Ausstellung Wirtschaft hoch 4 im Hohenlohe-Kreis. Eine Ausstellungsinsel präsentiert umfangreiche Produktbeispiele der Hohenloher Unternehmen. 2 digitale Lernstationen bieten interaktive Anwendungen zur Entwicklung der jeweiligen Firmen und auch Interviews mit den Gründern. Das Ziel ist zum einen, den Schülern oder Schulklassen das Thema Wirtschaft im Hohenloher Kreis und in der ganzen Region Heilbronn-Franken näher zu bringen. Und natürlich auch den Hohenloher Kreis und speziell die Wirtschaft im Hohenloher Kreis nach außen zu repräsentieren und bekannt zu machen. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die sogenannten Clusterunternehmen. Der Begriff stammt aus dem Englischen und bezeichnet eine räumlich konzentrierte Ansammlung von Unternehmen und Institutionen entlang einer Wertschöpfungskette. Viele der Unternehmen beklagen einen Fachkräftemangel. Das Projekt soll zudem den Wirtschaftsstandort Hohenlohe als Arbeitgeber attraktiv präsentieren. Wir haben jetzt gemeinsam das Ziel, ja, Arbeitskräfte von außerhalb in den Hohenloher Kreis zu holen. Und auch ist unser Ziel natürlich, dass die Studenten, die hier an der Hochschule studieren, beziehungsweise junge Leute, die hier ihre Ausbildung machen, dass die auch hier bleiben. Und dass Studenten, die auswärts studieren, wieder in die Heimat zurückkommen. Die Ausstellung ist noch bis Ende des Monats besuchbar. Nach Vereinbarung bietet die Wirtschaftsinitiative Hohenlohe für Schulklassen Führungen an. Weitere Informationen sind unter der eingeblendeten Webadresse vorhanden.